Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy X HD Perfect Game. Wir sind am Rande der Stadt Zinnaberkent, gerade vom Fuße des Berg Gargazet gesprungen. Und da werden wir doch mal schauen, wie das Ganze weitergeht, denn es ist echt eine beklemmende Stimmung. Und sie wird nicht besser. Ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. Und die Rahmenhandlung schließt sich. Denn wir sind wieder am Anfang von Final Fantasy X. Hier hat er uns gesagt, wir sollen ihm zuhören. Listen to my story. This may be our last chance. Genau, wir sind nämlich da, wo jedes Mal euch das Outro wieder hinführt. Am Beginn der Geschichte sozusagen. Und nun geht es weiter, denn die Geschichte ist vorbei. Jetzt erleben wir das Ganze live. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think... Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Großartig. Einfach nur großartig. Weil man jetzt mit dieser Musik den Weg zu Zinnaberkent beschreitet und das ist so episch, bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Und auch die meisten bekommen Gänsehaut. Da jetzt auch im Kampf diese Musik spielt. Das sehen wir natürlich fliehen werden, denn hier in Zinnaberkent, wie er sie gerne sagt. Ich sage immer Zinnaberkent, aber das heißt eigentlich Zinnaberkent. Wird das Ganze wahrscheinlich enden. Und es ist einfach nur wunderschön. Nichtsdestotrotz, wir müssen Kisten mitnehmen. So zum Beispiel diesen Glücksferruid. Und es ist so schade, dass man nur einmal diese Gelegenheit hat, diese Musik auf diesem Weg zu hören. Nämlich nur jetzt, beim ersten Mal.
looks like the far plane. Close enough. Ja, sehr schön. Sowas ähnliches also wie das Abyssum. Was schon sehr merkwürdig ist, weil da waren ja eigentlich nur Tote, also Seelen, also Zeugs, Glitzerzeugs. Ja, genau diese Musik wollte ich nämlich nicht unterbrechen. Diese Stimmung. Der letzte Marsch Richtung Sinn, Richtung Vorbereitung auf den letzten Kampf. Aber warum zum Fick habe ich hier nur Hinterhalte? Das ist ja nicht normal. Ja. Und weiter geht's. Und jetzt hört leider die Musik auf. Weiß der Geier warum. Name yourself. I am the summoner Yuna. I have come from the island of Besaid. Your eyes, my dear, show me the long road you have traveled. Very good. You have journeyed well. Lady Yuna Leska will surely welcome your arrival. Go to her now, and bring your guardians with you. Go. Yes. Oh, hier haben wir nämlich die Gefahrmusik. Man sieht schon warum, unter anderem. Wenn so ein Gegner sage ich schon, ja, wenn so ein Mönch oder Priester immer mal so halb unsichtbar wird, weißt du Bescheid, was jetzt losgeht. Denn hier gibt's keine normalen Monster mehr vom Berg Gagazet. Jetzt kommen die etwas spezielleren Monster. Our predecessors. She said Lady Yoken, didn't she? Wait, she guarded High Summoner Yoken? This dome is filled with pyreflies. It's like one gigantic sphere. People's thoughts remain here forever. Hat doch was. Eine große kostenlose Bibliothek. Okay. Aber auch in diesem Abschnitt haben wir ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Muss mal kurz gucken, was man von dem rauben kann. Mondschleier. Kann man machen, muss man aber nicht. Man sieht aber auch schon, der hält ein bisschen mehr aus. Also nicht mehr so einfach. Wenn man die unbedingt besiegen will, dann unbedingt Panzerbrecher draufhauen. Und dann ist das Ganze etwas fluffiger. Aber die kann man natürlich nicht fangen. Das ist natürlich wieder Machina. Aber um ihn mal besiegt zu haben, kann man das ruhig machen. Geben auch schönen Level 2 Sphäropässe. Muss man jetzt nicht machen, kann man aber. Okay. Ja, auch für solche Kollegen. Ich übergehe die jetzt einfach mal, die bringen halt nicht viel. Ein Gegner, beziehungsweise zwei Gegnerarten würde ich halt ausrauben wollen, aber den Rest werde ich einfach mal ignorieren. Das lohnt sich alles nicht, die sind alle viel zu stark für zu wenig Lohn. Mein gut, 9000 AP für einen Kampf ist schon nicht schlecht, muss ich zugeben. Ist halt ungefähr ein halbes Level, aber daran fehlt es mir nun, weiß Gott nicht. Ah ja, aber da welche. Die Kollegen kann man zum Beispiel schön ausrauben. Da die Kotkerzen auch ja Todeskerzen haben. Und solche Items kann man nie genug haben. Ne, der hat ja gar keins. Na egal. Weiß gar nicht, wo man Todeskatzen sonst noch herbekommt. Also nicht nur von hier. Kann man aber bestimmt irgendwo her bestechen oder sowas, aber dann nehme ich doch lieber kostenlos hier was mit. Okay. Nochmal das Gleiche.
brauchst du dir auch keine Gedanken machen, dass einmal die MP ausgehen. Da ja eigentlich in regelmäßigen Abständen ein Speicherpunkt kommt. Und Teil an dem Punkt des Spiels, wenn er so gelevelt ist wie bei mir, genug MP hat. Ja, sag ich doch. Kurz ran, heilen, weggehen. Nee. Ich will dich nicht. Hast zu viel Leben. Dauert zu lange. Hallo. Ja, doch, irgendwie schon. War so ein kleiner Hint, dass es noch eine... Beziehungsweise... Weiß gar nicht, ob das jetzt schon gesagt wurde. Ich werde jetzt nicht unbedingt spoilern. Aber es war auf jeden Fall ein Hint auf etwas. Ein ziemlich guter. Ziemlich... logischer eigentlich. Falscher Gang, den wollte ich nehmen. Aber diese Machina in... Yevhen geschützten Orten eigentlich, möchte ich mal so behaupten. Auffällig. So, Freund Sphäroid. Okay. Aber das war es natürlich noch nicht. Wir müssen ein bisschen weiter. Okay. Ich überlege gerade, bis wohin wir... Ja, bis wohin wir in dieser Folge spielen. Level 3 Sphäropass natürlich nochmal. Relativ cool. Hinterhalt, denn er ist recht nicht Knalltüte. Und dann haben wir hier gleich nochmal was. Hey Braska, you don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my piece. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I cannot accept it. Auron, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Auron. Ja, ja, das süße kleine Auron, ne? Knuffig. Und nervig. Hasse solche Leute. Voll die Pussy. Trümmerziel gerade habe ich mir hier aufgeschrieben. Ach ja, ich weiß wo. Natürlich weiß ich wo. Natürlich. Bitch, please. Natürlich weiß ich, wo das ist. Das hier meinte ich. Diese Kiste hier. Ganz unauffällig. Kann man eigentlich gar nicht übersehen, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Mit einem Fortuna Sphäroid. Und. Na doch, das müssen wir noch machen. Probably. Here too, huh? Give me a break. I was expecting, you know, parades and fireworks. You can ask for them after I defeat Sin. So ein Kunde. Hooray! Kann er sich selbst sagen, das Hooray. Doch, wir speichern an dem Punkt kurz. Aus diversen Gründen, die bekannt sein sollten. Zumindest Leuten, die das Spiel kennen. Okay. So, natürlich haben wir nochmal eine heilende Prüfung. Wäre es uns albern, das Ganze. Und zwar... müssen wir diese Symbole auf dem Boden wiederfinden. Ist relativ einfach, da man die erkennt. Das war früher auf den schlechten CRT-Fernsehern nicht so einfach, wie jetzt auf den wunderschönen digitalen LCD-Bildschirm-Zeugs. Da man sich hier zumindest noch was zusammenreimen kann, was man jetzt für Steinchen hat.
den nicht. Bleibt eigentlich bloß noch der da. Na, doch. Schon sagen. Hä, wo ist denn der letzte? Bin ich blind? Ach, muss es ja der sein. Ne, ist ein langes. Verdammt, hä? Seh's nicht? Oben ist es nicht? Was ist denn das hier? Ah, ja, logisch dann. Dopp-di-dopp-di-dopp. Na komm, hä? Was denn jetzt? Und der da. Gut. Das war jetzt eigentlich mit das Schwerste. Weil der zweite Teil der Prüfung ist nochmal das gleiche, nur in groß, aber einfacher. Das verstehe ich sowieso nicht hier. Okay. Muss man hier halt die Altare einschieben. Wodurch man dann quasi verschiedenste Rätsel bekommt. Und das muss man halt jetzt 6 Mal machen. Deswegen dachte ich mir so, nimmst du das dann noch in diese Folge. Denn wir haben in der nächsten Folge noch genug zu tun. Also haben wir schon mal den. Wir haben schon mal den. Wir haben den. Wir haben nicht den, nicht den. Wir haben das. Dann würde ich sagen, das haben wir auch. Da fehlt noch das stehende S vom Tetris. Passt schon mal nicht hier unten hin. Nein. Das hier wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir das gelöst. Und bekommen hier ein Symbol. Da sehen wir schon, dass wir 6 Mal machen dürfen. Da wir sozusagen alle Siegel brechen müssen. Derp-derp-derp-derp-derp-derp-derp. Achso. Stimmt, da war ja was. Okay, haben wir jetzt nochmal das? Okay. Am besten halt immer schon mal angucken, während das so offen eingeblendet wird. Macht das Ganze dann einfacher. Dann haben wir den. Brauchen wir nochmal so ein. Brauchen wir das liegende hier. Brauchen wir das andere liegende auch. Brauchen wir das lange, ne? Das lange ist immer gut. Dann das und das. Verdammt, ich brauche noch das liegende. Wo ist denn bitte? Da oben wahrscheinlich. Ja. Ein Tetris Auge sieht das relativ gut, was das für Steinchen sein können. Ich glaube, früher, als er nicht so Tetris versiert war, da habe ich da ein bisschen länger gebraucht. So. Dem weiter. Man muss halt erstmal die äußeren 4 machen, sozusagen. Und dann hat man nochmal die inneren 2 mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. So, jetzt dürfen wir alle kleinen suchen, sowie 2 blaue waren es. Welche? Das liegende? Ja. So wie das liegende S. Das war. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh nee, nicht das. Das war ein stehendes S, oder? Vergesst das immer. Ich glaube, das hier auf jeden Fall noch. Das, das und Ditty hier. Was noch eins, bevor wir mal was anderes machen müssen, sag es mal so, weil bis jetzt ist ja immer bloß rausrennen, reinschieben, zurückrennen, Tetris-Steine berühren. So, jetzt müssen wir alle kleinen, das stehende L, das liegende L und
dass es, was ist Z, breite Z könnte man sagen. Das wäre sozusagen das hier, natürlich auch das, sowie das, als auch, ich glaube, das. Das hier natürlich. Das hier natürlich. natürlich auch das hier. Und da fehlt noch das stehende L. Das war das hier. Okay, jetzt müssen wir was anderes machen. Denn jetzt musste man ja Spheroide draußen einsetzen. Und da wir nur zwei Spheroide zur Auswahl haben, fangen wir einfach mal an. Damit das Ganze auch funktioniert, müssen wir zuerst natürlich das Licht ausschalten. Denn ein Bildschirm ohne Licht funktioniert, aber ein Raum ohne Bildschirm, also ohne Anweisung, funktioniert nicht. Genau. Zieh das Ganze auch rein. Und wir bekommen dit da. So, Bildschirm ausmachen. Feierabend. Schluss. Zapfenstreich. Oh, da einsetzen. Und damit hätten wir's. Sind jetzt alle Siegel gebrochen. Diese dezente Hinweis immer, dass man doch mal speichern sollte. Schön. Liebes Spiel. Ja, wir speichern auch. Aber was jetzt kommt, werden wir uns erst in der nächsten Folge anschauen. Denn es ist wieder an der Zeit. Die Zeit rennt, die Zeit rennt. Interessanter Bildschirmfehler. Fliegt der Code durch, die Codezeilen. Oder die Fehlermeldung, besser gesagt. Gut, wir schauen uns jetzt mal in der nächsten Folge an, was jetzt uns aufwartet. Und bis dahin verabschiede ich mich ganz herzlich. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut und tschüss. Listen to my story.